Hi. Nun, Menschenkenntnis darf man nicht haben, Leute. Das ist geht nicht. Man darf Menschen, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch mitgekriegt habt in der von der letzten Runde, aber Ray hat schon so ein bisschen vor sich hin beim Erklären. Aber hey, ist okay. Das zählt ja nicht. Oh, Simon says. What? Oops. Okay, we got it. Ach nee, warte mal, wir müssen ja erst oben. Excuse me, officer, what? Alarm. Okay. ATC hat reported. Perfekt. Dann kannst du reden. Ansonsten darf er nicht. Ja doch. Denke immer noch, wer reported. Der liegt im langen Gang oben zu Reaktor. Specimen, da heißt es, glaube ich, ne? Keine Ahnung. In dem Labor, also oben der Gang halt dazu, wo die Contamination. Die Contamination. Genau. Ah, Contamination. Okay, okay, okay. Cafeteria waren, glaube ich, gerade da, Lu und Kalle. Noch Kalle. Kalle ist aber jetzt noch oben gelaufen, der ist an mir vorbei. Ich bin jetzt Cafeteria gerade. Ich glaube, Dizzy war da, glaube ich, auch, oben. Oder? Kann das sein? Oh. Ich war nur bei Reactor. Nee, ich war nur bei Reactor und Ray war die ganze Zeit bei mir und hat sich entweder ein Alibi verschaffen wollen oder keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich, ich bin bei dir geblieben, weil ich relativ sicher war, dass du die Task auch wirklich gemacht hast. Und deswegen wollte ich dich einfach schützen, weil wenn du da oben alleine bist, ne, kann man ja easy reinwenden, dich killen. Deswegen dachte ich halt, wenn wir zu zweit also sind, dann eine ist Frage. Es sicherer. Dabei war noch, lass mich noch ganz kurz fertig reden. Dadurch war auf jeden Fall am Anfang auch noch bei uns, er ist dann aber nach unten abgehauen. Und jetzt am Ende war noch Mike oben, der aber auch durch Deko gelaufen ist. Ich kann, also theoretisch könnte Mike hochgelaufen sein, gekillt haben und macht da oben jetzt irgendwie was. Allerdings wäre es halt ziemlich blöd, weil er sich ja dann selber damit verdächtig macht. Ja, klar. Dankeschön. Ja. Also ich laufe hoch in Richtung Dekon, Dadosh und Dizzy sind mir nicht entgegengekommen. Deswegen meine Frage, vielleicht war es aber blödes Timing, weil ich bin direkt in Lab. Ja, du bist viel später gekommen. Ich war, meine Frage ist, warum Dadosh zweimal oben war. Das ist ganz einfach zu sagen. Ich habe am Anfang gesehen, dass Dizzy und Ray halt zusammen nach links gehen und ich habe ein bisschen Zeit laufen lassen, weil ich mir sicher war, dass einer, wenn er Imposter ist, den anderen töten würde, wegen der Runde davor. Deswegen bin ich hingegangen, habe geguckt, ob jemand von den beiden tot ist. Ich bin auch also ich habe geguckt, eine Leiche. Hat irgendeiner einen Plan, wo Maxi war? Der hat bislang noch gar nichts gesagt. Nee. Ja, erst auf dem Medbay, dann oben, dann jetzt auf dem Weg zur Cafeteria. Aha. Ich habe ihn auch gesehen. Kann das irgendwer bestätigen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich kann das bestätigen. Ich habe Jay aber nie gesehen, glaube ich. Mike könnte Pini das sagen. Ja, ich konnte leider nicht weiter mich erklären zusammen gerade. Wieso kriege ich denn hier WhatsApp? What the fuck? Gut, auf geht's. B1. Oh nein! A2. Ich muss warten. Yes, okay. Thank you.
haben wir denn hier? 8, 8, 5, 1. Alarm! Alarm! Ich habe die Leiche gefunden unten vor dem Eingang, in dem langen Gang. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ich habe tatsächlich Ray eben noch runtergehen sehen, als Oxygen noch an war. Ich gehe davon aus, dass er getötet wurde, kurz bevor oder nachdem er das Oxygen-Ding gemacht hat. Ja, das ist korrekt, das kann ich bestätigen. Das war schon durch, ich bin nach unten gegangen und Ray hat sie ausgemacht. Ich bin mir nach rechts, irgendjemand ist mir entgegengekommen. Ich habe den Kram mit ausgemacht, ich glaube Dalu war auch noch da. Ne? Ja, Moment, liegt Ray am unteren oder am oberen? Am unteren muss er liegen dann irgendwo. Unten. Ganz unten an dem langen Gang zur Startplattform. Genau, bei dem langen Gang. Einer ist mir gerade entgegengekommen, Dadosh war der Zweite, also Dadosh ist der Letzte, der aus der Richtung kam. Nee, ja. Einer und, ist mir aber gerade aus der Cafeteria hochgegangen, also er ist gerade in Cafeteria, ich weiß nicht, wie Mike denn da hingekommen ist, weil ich stand die ganze Zeit unten beim Gang. Ja, dann muss er gewendet sein. Nein, Leute, ich war in Cafeteria, hab dort die Kabel gemacht, hab unten rechts den Balkon... Ich dachte, du warst bei Ray, die sind ja entgegengekommen. Nein, hör mir doch mal zu. Ich habe da die Aufgaben gemacht, dann bin ich hoch. Ja, Maxi, ich hatte Mike aber auch gesehen. Lass mich einmal kurz erklären, bitte. Ich habe unten rechts die Aufgaben gemacht, bin hochgelaufen, bin Maxi entgegengekommen, Cafeteria, laufe hoch zu diesem Y, biege nach links unten ab, komme dann dort Dalukat und Dadosh entgegen. Dadosh ist der Letzte, der aus dem Dekon aus der Richtung kam. Das ist meine Information. Aus was für eine Dekon? Also erstmal, ich bin O2 runtergelaufen komplett zum zweiten O2-Schalter, damit ich das ausmache. Ich glaube, der Letzte, der mir entgegengekommen ist, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, war Maxi oder Chris, und ich glaube, es war Chris. Der ist noch nach unten gegangen. Ich glaube, Chris ist dann der Killer, es sei denn, Kalle hat einen Self-Report gemacht. Dann ist Chris auf jeden Fall an mir vorbei, weil er gesagt hat, es ist Matt Bay. Das heißt, er ist halt auf jeden Fall... Aber Kalle, wo kamst du denn her? Du bist mir nicht entgegengekommen. Das bedeutet, du musst ja an der Base gewesen sein. Also das finde ich sehr verdächtig von dir, weil ich kam von Decon, hab da Kabel gemacht, bin runter, um wieder zum Eingang zu gehen, um den Admin zu machen. Also drei, vier Leute sein. Ich hab dich nicht gesehen, deswegen. Ja, sorry, aber das fand ich jetzt ein bisschen zu krass. So. Ja, was jetzt? Upload-Animation. Ich bin dafür, dass wir in generell alle Animationen, was Download und Upload angeht, irgendwie so animieren. Das wäre sehr geil. Würde ich feiern. Okay. Ich habe eine Frage. Ich möchte noch was sagen, bevor du das sagst. Weil ich jetzt gerade nochmal gecheckt habe. Ich wusste es nämlich vorher nicht. Im Launchpad ist ja auch ein Vent. Ich denke mal, dass der Killer gewendet ist. Ich musste zum Launchpad, um die Aufgabe da zu machen. Das ist die man triggert, um dann irgendwie 60 Sekunden zu warten. Ich gehe davon aus, dass der... Also entweder für mich war es jetzt Dadosh oder halt eine andere Person, die gewendet ist, die sich jetzt nicht zu Wort gemeldet hat eben. Also, ganz einfach. Der Reporter kann immer Killer sein. Deswegen warst du sowieso für mich verdächtig gewesen, weil ich dich nicht gesehen habe. Das war der Grund, weswegen ich... Ja, ich habe dich auch nicht gesehen. Aber ich habe dich auch nicht gewotet, Kalle. Deswegen musst du auch gar nicht so dann direkt auf mich schießen, sondern ich habe nur eine Info gedroppt, einfach nur für allgemein. Aber jetzt ist meine Frage, der Sensor, wenn man nach unten links geht, wo triggert der? Weiß das jemand? Alles im Y, wenn es der weiße Boden ist. Alter, was für ein Sensor? Also das du musst über ich hab mir die auch mal angeguckt. Also ich kraft die auch gar nicht. Maxi ist nämlich auch im Südwest. Kannst du mir kurz erklären, was der Sensor ist? Da ist ein Bildschirm, da kannst du gucken, wo die Sensoren sind, wer da langläuft. Der triggert dann... Es gibt hier keine Kameras, es gibt nur Sensoren. Und dann steht da, Chris ist unter links langgelaufen. Genau. Okay. Endverwirrend, Chris. Ich möchte ganz kurz, deswegen, ich wollte nochmal fragen. Chris, Maxi und Kalle. Und Maxi hatte ja nicht gesagt, dass er da ist. Warum nicht? Weil ich halt in Cafeteria war eigentlich und Mike kam mir ja sogar entgegen. Nee, du hast mich gerade gesasst damit. Kann irgendwer dadurch bestätigen? Nein. Ich war gerade in den Sensoren, dann soll jetzt jemand da hingehen. Hast du vielleicht verlesen? Jetzt sind die Sensoren schon rip. Wenn wir alle aus Cafeteria rausgehen, ist das Lock schon wieder. Ja, aber warten wir doch gerade. Hört sich für mich einfach nur irgendwie nochmal. Ja, jetzt. Bist du sicher, dass du das sind die von jetzt gerade nicht die von jetzt. Maxi ist jetzt auf jeden Fall unten links durch den Sensor gelaufen. Ja, jetzt ja. Okay. Weil ich jetzt sonst speichert er die doch, oder nicht? Nein, nur eine gewisse Anzahl. Und wir sind 8 Leute durch jeweils 2 Sensoren laufen. Ja, gut. Ja, einfach skippen. Sensoren, Alter, was nicht alle gibt. Machen wir mal Kabel.
Ich glaube, das müssen die letzten Kabel sein. Wahrscheinlich alle unten sein. Okay, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, müsste Mike von Reaktor nach Licht gewendet sein. Ich stand am Admin-Table und habe so lange gewartet, bis im Lichtraum jemand aufploppt, um dann direkt in den Türrahmen zu gehen. Und Mike kam aus Licht raus, obwohl vorher keiner drin war. Das stimmt leider nicht. Und eigentlich müsste Jay bestätigen können, dass ich mit ihm runtergelaufen bin und nach rechts gelaufen bin. Also ich bin gelaufen von Reaktor runter. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, oder was? Hä? Nee, ich bin Reaktor mit Jay runter in Dekon, bin dann rechts raus und bin dann quasi nach oben durchgezogen zu Admin, weil ich gucken wollte, wo alle, wo die Treppe. Du bist ja nicht nach Admin gegangen, du warst im Lichtraum. Also, nein, ich war nicht im Lichtraum. Er ist auf jeden Fall runter. Er ist nach oben gegangen. Okay. Nee, also wir haben uns am Y haben wir uns getrennt. Das kann genau. Ich bestätigen. Okay, dann nehmen wir an, er wollte zum Admin-Raum und er sagt, er war nicht im Lichtraum. Und ich weiß, dass er im Lichtraum kam, weil er da rausgekommen ist. Aber du bist doch gerade. Also Mike, er hat nur, das was mich jetzt stört, ist die Aussage, ich war nicht im Lichtraum. Und das stimmt nicht. Dann heißt du vermutest, dass er gewendet ist. Nee, okay, aber nicht ich gesehen. Ich vermute, dass wenden, aber die Lüge ist, dass er gesagt hat, er war im Lichtraum. Das warum sollte ich denn jetzt lügen, um im Lichtraum gewesen zu sein, wenn da keine Leiche ist? Ja genau, das verstehe ich nicht. Weil es Dalu, erst wende ich für dich und jetzt bin ich in einem Raum und bin nicht im Raum. Also ich verstehe, warum die ganze Runde mich alles hasst. Hat jemand gesehen, wo Ray hingegangen ist? Nee. Ach, Ray ist tot? Nee. Ray war doch schon seit Ewigkeiten tot. Ja, Ray ist schon länger tot. Also für mich, unabhängig davon, ob er gewendet ist oder gelaufen ist, ist mir wurscht. Die Lüge war, dass er gesagt hat, er war nicht links in dem Raum. Das ist halt gelogen. Moment, was ist denn jetzt? Also hat jetzt Mike oder da? Ist jetzt Aussage? Also sollte ich lügen, ja. Raum gewesen sein, wenn da nichts passiert ist? Also ja, genau, das verstehe ich auch nicht. Die passen fast durch. Er hat, okay. Ich habe auch keine mehr, by the way. Oder? Aber Mike, wenn du Crewmate bist, verstehe ich nicht, warum du da jetzt gesagt hast, du warst nicht im Innenraum. Na, vielleicht, weil er nicht wusste, dass man im Y nicht angezeigt wird und er dachte, dann wird er rausgewotet, wenn er jetzt sagt, er kam da raus und nicht gewendet ist. Maybe. Maybe. Du musst dich muten. Okay, Maxi, was war da los? Hä? Also, oh. Dalukat, Maxi und ich waren eben in Dekon. Nein, das war Jay, aber okay. Nein, das war Maxi. Ich war Dalukat. Da. Ja, Jay. Moment, lass mich doch mal ausreden, danke. Maxi, Dalukat und ich waren im Dekon und sind nach oben gegangen. Oxygen geht an, die anderen beiden gehen runter. Ich wollte unbedingt diese eine Knochenaufgabe zu Ende machen, weil ich 10 Mal angefangen habe. Und dann habe ich Maxi nur gesehen und Dalukat wird reported. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wo der liegt. Moment, das wollte ich nur sagen. Das ist aber Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Ich war dabei. Mike, wo ist er? Ich habe Dalu nicht gesehen. Arsch. Okay, Mike? Ja, ich warte. Ja, wo ist er? Also, die gleiche Eingangsnetz. Ah, fuck, sorry. Ich bin dumm. Ich bin sehr dumm. Es war Jay und Maxi. Sorry, es war Jay und Maxi. Ich wollte nämlich gerade sagen. Ah, okay, sorry. Also, die Leiche liegt Eingang Medbay. Da liegt Dalu gerade. Ich weiß nicht, was das die Runde zuvor war. Ob er, also, keine Ahnung, wieso mich da so verdächtigt hat. Ich bin gerade runtergelaufen, ich habe oben das O2 auch gefixt. Du hast ihn nicht getötet, du kannst ihn nicht getötet haben, ich war hinter dir. Nee, ja, ich will nur sagen, bin dann runtergelaufen und da lag die Leiche auf dem Weg zum zweiten O2.
Mehr Informationen habe ich nicht. Dizzy war mit mir oben, den habe ich oben gesehen. Genau, Dizzy und Chris können es auch nicht gewesen sein. Weil ich der Erste. Auch nicht. Nee, wollte gerade sagen, also Kalle war noch oben, Jay war der Erste von uns dreien, der wieder raus war. War doch mit dir raus? Ja, ich bin oben geblieben. Ich habe so, okay, da noch die Aufgabe. Ich dachte, du hättest Kalle gekillt, deswegen bin ich nochmal wieder hochgerannt. Kalle? Also Jay, ich lebe. Ja, dachte ich halt. Jay, ja, bin ich mit Kalle runtergegangen, keine Ahnung. Nee, nee, Kalle. Das heißt, dadurch steckt Mike. Was? Was soll denn. Hä? Also erstmal, ja, also Moment, sind doch ganz einfache, doch ganz einfache gegenseitig. Antwort. Bis auf Chris und Jay, schon. Jay war doch allein. Herr Christian nicht? Hat doch, Christian ist doch, was? Nein, ich bin nicht allein, ich bin ich bei Kalle und Maxi gewesen. Indem ich da die schönen Zahlen so, eingegeben habe. Sorry für die Verwirrung, es war nicht Dizzy, da. Dizzy und Chris ist doch jetzt fehlt jetzt, oder nicht? Nein, Dizzy und Chris sind oben O2, safe. 100%, ja, du könntest nicht gewesen sein. Dann war es da schon Mike. Mike ist vorher gelaufen, Mike ist vor mir gelaufen, er hat reported, ich war hinter ihm. Wir haben nur 4 Leute. Alter, das ist gefährlich. Oh, das endlich. Tja, nice. Ja, ich hatte aber meine Tage beendet. Jay und Chris. Hallo? Ich dachte noch, Chris muss mich doch gesehen haben mit Jay. Das hat mich so verwirrt. Ja, sorry klar, für die Verwirrung gesehen, eben. Aber da sich Jay nicht dazu geäußert hat, mit dir rumgelaufen, also dich gesehen zu haben, kann ich ja nicht sagen, oh, ich habe Jay und Ray gerade noch zusammen gesehen. Ja, nee, nee, das war ja gut gespielt von dir. Klar, aber deswegen hatte ich dann auch so als Leiche den Verdacht, dann musst du ja wahrscheinlich der andere sein. Die Runde war so anstrengend, ich war gefühlt aber jeden Mike, Call, war ich verdächtig. Dalu, das Ding ist, Mann, du hast mich erstmal... Du hast mich Alter, einfach beschossen. Das war richtig gut von dir, wie viele Leute du einfach weggekriegt hast. Ich hab alles gekillt, ich hab überhaupt einen gemacht. Nee, ich hab alle gekillt. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwer mich jedes Mal sieht, wo ich irgendwo hinlaufe. Ja, einfach machen und weg.